Nach Ansicht vieler Gelehrter, wie beispielsweise Imam Dhahabi, Imam Nawawi, stellt die Sahih-Sammlung des Muhammad ibn Ismail al-Bukhari das für die islamische Theologie wichtigste Buch nach dem Koran dar. Was erforscht man nun, wenn man sich heute im Rahmen der islamischen Theologie mit dieser Hadith-Sammlung bzw. mit diesem Werk auseinandersetzt? Hier einige Beispiele. Zunächst geht es um die islamische Frühgeschichte. Imam Bukhari lebt im 3. Jahrhundert islamischer Zeitrechnung. Und zwischen ihm und dem Propheten liegen in den Überlieferungsketten zwischen 3 und 9 Überliefererinnen und Überlieferern. Die Frage ist, was ist in dieser Zeit genau geschehen? Wie viel wissen wir über diese 2 Jahrhunderte, die vor Imam Bukhari liegen, die schriftlich sehr, sehr schwach dokumentiert sind und die dennoch für die islamische Geistesgeschichte so bedeutend sind? Wir wissen, dass in der Zeit, als der Prophet gelebt hat und kurz nach seinem Ableben, die meisten Menschen nicht lesen und schreiben konnten, beziehungsweise auch sehr wenige Materialien für schriftliche Fixierung von Traditionsmaterial vorhanden war. Und im Laufe des 1. Jahrhunderts wurde begonnen, langsam das Material der Hadithe niederzuschreiben. Und im 2. Jahrhundert beginnen die Überlieferer langsam wirklich Material in Form von Büchern niederzulegen. Die erste Phase dabei war die Phase der sogenannten Musannaf-Literatur, in der Hadithe nach inhaltlichen Kriterien gesammelt worden sind, aber auch vermischt worden sind mit Aussagen der Gelehrten der damaligen Zeit, mit Aussagen von späteren Generationen, also von der Generation des Sahaba und Tabi'in überliefert worden sind. Und diese Sammlungen, geordnet nach inhaltlichen Kriterien, fanden vor allem in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts große Popularität. Hier zum Beispiel die berühmteste Sammlung ist Al-Muwatta von Imam Malik. Im Laufe der Jahrzehnte fand eine stärkere Hinwendung zu den Überlieferungsketten statt. Also man kann sich das so vorstellen, dass so gegen Ende des 2. Jahrhunderts die historische Distanz zum Propheten so groß war, dass man einfach wissen musste, wenn jemand kam und sagte, der Prophet hat gesagt, wer hat das überliefert? Woher hat man diese Information? Und man hat begonnen, sich mehr und mehr den Überliefererketten zuzuwenden. Und in dieser Zeit entstand eine neue Gattung, nämlich die Musnad-Literatur. Und das bekannteste Werk ist hier der Musnad von Imam Ahmed. Und im 3. Jahrhundert findet jetzt eine Synthese statt zwischen diesen Musannaf und den Musnad-Werken. Und es entstehen Werke, die einerseits inhaltlich geordnet sind und dann andererseits großer Wert auf Überliefererketten gelegt wird. Und diese Werke nennen wir die sogenannten Sunnan-Werke, die vor allem in der sunnitischen Literatur sehr, sehr große Berühmtheit erlangt hatten und auch sehr, sehr große normative Bedeutung haben. Und innerhalb dieser Tradition im 3. Jahrhundert gibt es jetzt Gelehrte, die versuchen, Sammlungen herauszugeben, in denen der Anspruch erhoben wird, dass alle Überlieferungen, die in diesen Werken gesammelt werden, authentisch sind. Und das sind die sogenannten Sahih-Sammlungen. Und hier sozusagen ist das berühmteste Werk, das Werk von Imam Bukhari. Wenn wir das Leben von Imam Bukhari ansehen, sehen wir auch einige sehr interessante Dinge, die wir sozusagen noch nicht ausreichend erforscht haben. Einerseits die Lernkultur der damaligen Zeit. Wir hören, also es wird überliefert, dass Imam Bukhari von 3000 Personen überliefert. Der geografische Raum, in dem er sich bewegt, ist sehr, sehr groß. Er kommt aus Zentralasien, geht in den Hijaz zur Pilgerfahrt, bleibt dort 16 Jahre und geht in die Levante, nach Ägypten, in den Irak und bekommt dort Überlieferungen, Material, das er später in seine Bücher legt. Für uns sind diese Prozesse des Lernens, des Überlieferns historisch sehr, sehr bedeutend. Ein Aspekt davon ist auch, also die Geschichte der Überlieferer und vor allem die Geschichte der Überliefererinnen, das ist etwas, was uns heute beschäftigt, nämlich die Kultur von Hadith-Überlieferung unter Frauen, unter Gelehrtinnen. Und jetzt gerade wurde in Oxford ein Buch herausgegeben, das heißt Al-Muhadithat von Muhammad Akram al-Nadawi, in dem er die Biografien von Hadith-Überliefererinnen, also weiblichen Überliefererinnen, dokumentiert. Und dieses Buch hat in der heutigen gedruckten Form 50 Bände. Also da kann man sich vorstellen, wie bedeutend die Rolle von Frauen in der Hadith-Überlieferung ist.
Ein weiterer Punkt, der uns interessiert in der Erforschung des Sahih-Werkes von Imam Bukhari, ist die sogenannte Kommentarliteratur. Im Laufe der Zeit wurden große und kleinere, mittlere Werke geschrieben, in denen die Hadith sozusagen exegetisch betrachtet worden sind. Was können wir von diesen Hadithen lernen? Wie stehen die Hadithe untereinander? Wie verstehen wir einen Hadith im Kontext des Korans? Wie verstehen wir ihn aus sprachlicher Hinsicht? Und so weiter. Und wir haben heute in gedruckter Form hunderttausende Seiten von Hadith, von Kommentaren zu dem Sahih-Werk von Imam Bukhari, und viele von denen sind noch nicht ausreichend erforscht. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass wir heute schätzen, dass vom islamischen Schrifttum ca. 80-90% noch nicht gedruckt sind. Das heißt, noch in handschriftlicher Form in diversen Bibliotheken liegt. Und auch hier ist sozusagen noch ein ganz, also wir erwarten, dass es hier noch sehr, sehr viel Kommentarliteratur gibt, die für uns und für die Forschung dieses Werkes wichtig sind. Ein anderer Punkt ist die religiös-kulturelle Funktion von dieses Sahih-Werkes. Wir haben unterschiedliche Beispiele aus der islamischen Geschichte, in der wir sehen, dass Menschen dem Werk, von diesem Sahih-Werk von Imam Bukhari und der Rezitation dieses Werkes besondere Kräfte zugesprochen haben. Beispielsweise war und ist es in manchen Teilen der islamischen Welt üblich, dass man in Krisensituationen, in Situationen von Krieg und so weiter, sozusagen einen Khatam, also eine durchgehende Lesung dieses Buches vornimmt, auch kollektiv in Gemeinschaften, in Moscheen und so weiter, um sozusagen Unheil von den Menschen abzuwenden. Ja, das ist ein Phänomen, das interessant ist und das auch nicht ausreichend erforscht ist. Der letzte Punkt ist die moderne Auseinandersetzung mit der Hadith-Literatur im Allgemeinen, aber auch mit dem berühmtesten der herzunitischen Hadith-Werke, nämlich dem Sahih von Imam Bukhari. Hier wurde vor allem in den letzten 200 Jahren sehr, sehr vieles in Frage gestellt. Einerseits durch die orientalistische Forschung, durch islamwissenschaftliche Forschung, die sozusagen dem Instrument der klassischen Hadith-Wissenschaft sehr, sehr kritisch gegenübergestanden hat und sehr, sehr viel in Frage gestellt hat von dem, was sozusagen für Musliminnen und Muslime selbstverständlich war, an Vertrauen in diese Bücher, an die Authentizität dieser Art von Überlieferung. Und auch hier hat sich natürlich in der Islamwissenschaft in den letzten 200 Jahren auch sehr, sehr viel getan. Es sind sehr viele Entwicklungen. Wir haben sehr aktuelle Forschung, wie zum Beispiel Harald Motzki, der die Instrumente der sunnitischen Hadith-Wissenschaft das durchaus seriös und rational ansieht, wenn er auch einzelne Punkte einzelne Axiome dieser Wissenschaft kritisiert. Aber jedenfalls haben wir in der Orientalistik eine sehr, sehr kritische Haltung gegenüber der Hadith-Literatur und gleichzeitig auch innerhalb der muslimischen Communities, innerhalb der muslimischen Gelehrsamkeit sehr, sehr viele Strömungen, die viel von dem, was in der Hadith-Wissenschaft überliefert worden ist, in Frage stellen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Einerseits, die sozusagen die Autorität des Propheten hinterfragen. Also hat sozusagen der Prophet über den Koran hinaus, über die Übermittlung des Korans hinaus etwas, sozusagen eine Autorität oder etwas zu sagen, was sozusagen religiös gesehen relevant wäre. Also wir könnten sagen, der Koran ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, oder der Glaube an die Offenbarung des Korans ist der kleinste gemeinsame Nenner innerhalb der muslimischen Communities. Aber die Hadith-Wissenschaft wurde durchaus hinterfragt in den letzten 200 Jahren. Die Frage ist sozusagen die Geltung der beiden Sahih-Werke von Imam Bukhari und von Imam Muslim wirklich berechtigt, oder wurde das sozusagen eine Art von Dogma geschaffen im Islam, das sozusagen nicht wirklich gerechtfertigt werden kann. Das sind Diskussionen, die in den letzten 200 Jahren sehr, sehr intensiv geführt worden sind. Und wichtig ist, dass wir auch am Ende oder dass wir auch heute noch sehen, dass das Werk von Imam Bukhari einflussreich ist, für Diskussionen sorgt, eine sehr, sehr große Strahlkraft in die islamische Community hinein hat, und dass wir noch nicht ausreichend Forschung zu diesem Werk betrieben haben. Und all das, was ich jetzt erwähnt habe und noch viel mehr, bietet die islamische Theologie im Fachbereich der Hadith-Wissenschaft bzw. der Quellenlehre.